So, weiter geht's bei Tomb Raider. Ich habe jetzt ein kleines Stück schon mal gespielt, aber ich habe mich immer noch so aufgeregt, also so wie in der letzten Folge, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und das wollte ich jetzt ungern hochladen, denn ich will mich ja auch gar nicht immer so aufregen. Also ich war echt ein bisschen böse. Und deshalb spiele ich das jetzt einfach nochmal, in der Hoffnung, dass ich mich nicht mehr so aufrege. Und das hier ist jetzt gar nicht leicht, denn Bagheera hat natürlich mal wieder seine Verwandtschaft mitgebracht. Ich kann mal versuchen, ihn von hier oben zu töten, aber ich glaube, so wie der sich hinstellt, wird das gar nicht so leicht. Bagheera. Ich weiß nicht, ob sie ihn so auch trifft, wahrscheinlich aber eher nicht, oder? Nee. Ich glaube, uns bleibt keine andere Wahl. Da kommt schon der nächste. Und noch einer. Und noch einer. Ey, Leute. Lass mich los, lass mich los. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Hui. Ja, und das war halt eine Sache, die mich beim letzten Mal schon so extrem genervt hat. Da habe ich mich aufgeregt. Die Musik hört gar nicht mehr auf. Da war ein Medipack. So, jetzt hört die Musik auf. Sehr freundlich. Aber das war noch nicht alles. Denn hier sind noch zwei drin, die ich aber leider so nicht töten kann. Das funktioniert ganz und gar nicht. Also müssen wir uns den beiden nochmal eben stellen. Und die sind halt, ich finde, die sind extrem schnell und fies. Und ich komme kaum dazu. Ich komme kaum dazu, meinen Adrenalin-Move zu machen. So, jetzt haben wir es aber. Oder kam da irgendwo noch einer? Nee. Okay, so, hier war eine Stelle, wo ich mich so aufgeregt habe, weil ich es einfach nicht gecheckt habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt beim ersten Mal klappt. Ja, jetzt hat es beim ersten Mal geklappt. Beim letzten Mal, ich weiß nicht, wie oft ich das versucht habe. Naja, jetzt geht das Ganze schon viel besser. Also darüber. So, da hinten gibt es ein Medipack. Das möchte ich natürlich sehr gerne haben. Vielleicht soll ich mal die Waffe wechseln und nicht hier die ganze Zeit mit der Waffe spielen, sondern hier mit den Pistolen schießen. Huch, Lara, schwing mal bitte. So, Medipack, Munition, können wir die jetzt mitnehmen? Nein, immer noch nicht. Das ist sehr schade. So, ich glaube. Ah, doch, das funktioniert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich muss da jetzt nochmal den ganzen Weg rumgehen. Also, das ist auch jetzt echt nicht viel, was ich schon kenne. Vielleicht die nächsten 5 Minuten oder so. Und das war halt so. Okay, den habe ich irgendwie verdrängt. Aua. Ich habe schon wieder die falsche Waffe ausgerüstet. So, wo ging es hier hoch? Da. Und das ist halt, ich finde das ja auch immer blöd, wenn ich mich aufrege. Also ein bisschen aufregen ist okay. Aber wenn ich dann, Lever, bitte. Wenn ich dann so ganz böse werde, dann finde ich das auch selbst nicht gut. Und was man selber nicht gut findet, haha, da ist eine Mumie. Was man selber nicht gut findet und was man nicht vertreten kann, das soll man natürlich auch nicht hochladen. Aua. Aua. Vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, die kleinen Medipacks zu nehmen. So, und hier war dann eine Stelle, wo ich erstmal nicht mehr weiterkam. Das brauchen wir noch gar nicht, glaube ich. Ich denke mal, das kommt später. So, schön wieder die Pistolen ausrüsten. Und hier nach oben gehen. So, und ab hier ist es dann auch schon wieder blind. Also ich habe nur bis hierhin gespielt, aber es hat viel länger gedauert als jetzt. Und
Ach Gott, war ich böse. Ich weiß, dass einige das bestimmt sehen wollen, aber ich habe die Aufnahme auch schon gelöscht, also wird es da auch keine Möglichkeit mehr geben. Ich denke mal, ich muss jetzt hier rüber. Sehe ich das richtig? Ja, ich muss einfach sterben. Okay. Ich habe es verstanden. Ich muss einfach sterben. Ach ja, und was ich ausprobieren wollte, das kann ich mal gerade eben machen. Ich kriege das mit dem... Schade. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich den Hechtsprung mache, indem ich springen und dann direkt rollen, aber es geht leider nicht. Rollen und springen auch nicht. Es muss ja im Moment springen und so, springen und so. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Also ich drücke springen und rollen. Ah! Ah, da war's. Moment, wie habe ich das gemacht? So. Ach, geil. Leute, ich kann den Hechtsprung. Juhu, wenigstens ein Erfolg. Aber ich kann ihn irgendwie nicht immer. Ich mache das... Boah, pass auf, Lara, pass auf. Also das geht nicht mit Drücken. Das geht eher so, indem ich den Daumen dann nach oben schiebe. Aber egal. Okay, ich glaube, ich sollte mich hier mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist ja sehr schön, dass das hier immer noch gezeigt wird. Das nimmt mir aber wertvolle Zeit. Das war wieder zu früh. Ich springe einfach zu früh. Die einen kommen zu früh, ich springe zu früh. So hat jeder sein Schicksal. Aber gegen beides kann man was tun. Das war jetzt auch total dämlich von mir. Entschuldigung. Eigentlich bin ich heute super lustig drauf. Also, na, was heißt lustig, ne? Für meine Verhältnisse. Kennt er ja. Ich bin ja jetzt nicht so... Ich bin ja jetzt nicht so die Witzmaschine, ne? Ich bin ja doch sehr ernst. Hechtsprung. Ey, das muss aber jetzt klappen. Also bitte, das kann ja nicht wahr sein. Warum kann ich nicht jetzt einfach schonen? Das wäre viel besser. Aber indem ich hier jedes Mal noch wie eine Verrückte die Kamera drehe... Jetzt könnte es was werden. Ich hoffe, ich komme von hier rüber. Sehr schön, Lara, sehr schön. Und wofür? Für ein Medipack. Naja, okay. War da hinten noch irgendwas? Ein Hechtsprung, bitte. Boah, cool, aber es klappt echt nicht immer. Das ist schade. Hm, naja. Gut, wissen wir dann Bescheid, wenn wir nächstes Mal irgendwo Wasser sehen, kann ich mal versuchen, da den Hechtsprung zu machen. Ach, und jetzt kommen wir hier auch endlich weiter, okay? Warum geht das blöde Gitter jetzt hier nicht auf? Warum muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurück? Das finde ich nicht nett, aber... Aber gut, so wie es aussieht, bleiben die Dinger jetzt hier. Oh, das war knapp. Sehr gut. So hätten wir das auch endlich geschafft. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr Mumien. Na, kann sich auch so mal fallen lassen, ich glaube. Da passiert nichts. So, da hängt ein Gewicht dran. Hier müssen wir später dran hängen. Das werden wir wohl hinbekommen. Munition, die wir diesmal sogar aufsammeln können. Und noch ein großes Medipack. Das ist immer gut. So, wie war das noch? Da oben ist der Haken. Ja. Gut. Also, ohne Worte, wenn Lara das so möchte, dann wird das natürlich so gemacht. Also schließlich, sie gibt hier ja den Ton an. Ach ja, was war da nochmal? Da kommen wir zu einem... Ist das ein Geheimnis oder ein Medipack? Das weiß ich gerade nicht mehr. Deshalb springe ich da nochmal eben schnell hin, so nach unten. Und darüber nach... Ach nee, Moment, Moment, das war ja anders. Ach nee, doch nicht. Erst nach oben. Dann darüber und hier hinten an die Wand. An die Wand, sehr schön. Nein, Lara, du sollst zur Seite springen. Und dann hier oben auf den Vorsprung. Und es ist einfach irgendwas, ein Schatz oder
was auch immer. So, und jetzt können wir uns doch eigentlich hier... Lara, kannst du bitte dich runterlassen ein bisschen? So. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, dann aber an der anderen Wand entlang klettern. Ach, es ist doch viel schöner, wenn man sich nicht aufregt. Dann macht das Ganze doch viel mehr Spaß. Lara, komm, wir haben gerade über das Aufregen gesprochen. Ich weiß, dass du das total gut findest, wenn ich mich aufrege, dass du auch dann immer in die Kommentare schreibst, voll geil, Alte. Und so, aber... Lara, so geht das nicht. Du kannst jetzt aufhören, mich zu provozieren. Ich werde mich nicht aufregen und nicht mit Kraft ausdrücken, um mich werfen. Dankeschön, dass du meine Entscheidung akzeptiert hast. Das ist sehr freundlich von dir. Ja, ich würde sagen, dann auf nach unten. In der Hoffnung, dass hier keine Mumien sind. Nein, keine Mumien. Ach so, das war der Raum, okay, in dem wir gerade waren. Nur der Sandberg wurde aufgeschüttet. Hä? Jetzt ist aber so abrupt der Ton zu Ende gewesen. Was war das denn? Hallo? Hechtsprung, Lara. Hechtsprung, bevor wir hier... Lara, Hechtsprung. Dankeschön. So, jetzt aber. Was haben wir hier? Ein Tor. Ja, das ist sehr schön. Und 1, 2, 3, 4 Säulen. Okay. Da können wir irgendwo hochklettern, wie es aussieht. Da nicht, sondern nur da. Und die können wir doch bestimmt... Das habe ich mir doch fast gedacht. Bagheera! Ey, Alter! Jetzt ist aber Schluss. Ich möchte hier endlich mal... Hallo, kann ich mal vielleicht was sehen? Also echt, irgendwie komme ich bei denen... Ich habe noch was gehört. Bei denen kaum noch dazu, den, Adrenalin-Move zu machen. Ich weiß nicht, warum. Okay, da haben wir Munition. Da sitzt ein Ägypter. Wer hätte es gedacht, dass hier ein Ägypter sitzt? Man ist ja eher von einem Italiener ausgegangen. Hallo? Da sitzen noch mehr Ägypter. Aha, der bringt ihm irgendwas. Vielleicht Tee, vielleicht Drogen. Quatsch, ich hier rede. Aber wie gesagt, eigentlich bin ich heute super gut drauf. Ach, sag bloß. Okay, dann kommen hier so Dinger raus für die Säulen. Das ist natürlich gut zu wissen. Ein Ägypter, ja, der einen Blumentopf hält. Damit kann er keinen Blumentopf gewinnen. Vielen Dank übrigens, dass hier nicht so viele... von Bagheeras Leuten kommen. Hier sind wieder nur die. Der kriegt seine Drogen. Ach, Mensch. Munition, die wir nicht mitnehmen können. Ich kann mir schon fast denken, was es hier mit diesem Rätsel auf sich hat, beziehungsweise mit den Säulen, die da stehen. Bagheera! Ah, ich möchte da drauf stehen... Alter, ich stand so gut, ne? Oh, blödes Vieh. So, hier ein Ägypter mit blauem Tonkrug, Topf, wie auch immer. Und hier haben wir wieder die mit ihren Drogen. Und Munition. Boah, es nimmt ja gar kein Ende, aber das hier ist jetzt die letzte, glaube ich. So, und ein Ägypter mit
einem anderen Ägypter. Auf einem Tablett. Hier, Leute, ich präsentiere euch einen anderen Ägypter. So, ich möchte jetzt aber erst wissen, bevor ich mich hier dem Rätsel widme, was denn eigentlich hier oben noch ist. So, darüber, hierhin. Nach oben. Nach oben. Nach oben! So. Hä? Da kann sie doch... Da kann sie doch nicht drauf. Haben wir irgendwas mit dem Haken hier? Sehe ich gerade auch nicht. Kann sie... Nein, sie kann doch nicht nach hinten auf die Säule. Das klappt nicht. Das klappt! Lara! Super! Du bist meine Heldin, wenn du das jetzt schaffst. Da hinten ist... Hilfe! Wahrscheinlich eh nur ein Secret oder so drin. Aber, wir haben es geschafft. Und jetzt spring da rein. Kannst du nicht irgendwie... Ach, sie kann sich erstmal unten nach unten lassen. Okay. Und ein Medipack. Juhu. Oha, mumifizierte Katze. Ist das jetzt irgendwas Besonderes? Als sich der Kult um die Katzengöttin Bastet im antiken Ägypten wachsender Beliebtheit erfreute, wurden häufig mumifizierte Katzen an Pilger verkauft, die diese zu Ehren der Göttin opferten. Cool! Voll das Special Extra, oder?